Und glücklicherweise kommen wir jetzt ja auch schnell wieder zur Kriegergilde zurück, obwohl wir überladen sind, denn wir haben hier vor der Tür ja den Teleporter. Den wir nun auch aktivieren können, da wir die Spruchrolle der Imps bekommen haben. Das ist jetzt, glaube ich, auch die letzte, die uns fehlt. Oder haben wir die? Nee, die der Orks brauchen wir noch. Perfekt. Okay. Das bedeutet dann auch, dass wir jetzt zur Kriegergilde zurückkehren werden. Ups. Pause wollte ich da nicht drücken. Jetzt müssen wir nochmal eben gucken, was. Aha. Der Platten, die Plattenpanzer und so, die verbrauchen ja schon einiges an Gewichtskapazität. Wobei wir können eigentlich, bevor wir zur Kriegergilde gehen, mal nach Azmajikana. Beziehungsweise zum Händlerviertel. Um hier nochmal ein bisschen Gold zu machen. Hallo Gottfried, mein Freund. Folgt mir! Deadass, by the way. Oh, diese Soundbugs, ne? Manchmal wird man schon etwas nervös. So, wie viel Gold hat er mittlerweile wieder? 38.000. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, woher er das immer kriegt, ne? Das ist schon heftig. So, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Das Elefanten-Großschild kommt weg. Hier haben wir das Drachenherzjuwel. Auf jeden Fall nicht weglegen. Diese grobheitsleichte Lederrüstung hat übrigens nur 40 Rüstung. Das ist sehr, sehr wenig. Kaninchen geschlossener Helm. War aber, glaube ich, schlechter als das, was wir hatten, oder? Bin mir gerade da gar nicht mehr so sicher. So, dann haben wir diesen Plattenpanzer. Dann haben wir diesen Hexerstab. Dann haben wir den Hirschfänger des Gehirns. Das Todesdrachenamulett. Die kommt auch weg. Ja, und dann noch ein paar von denen. Okay, Wahnsinn, auf was für eine Summe wieder kommen. Wir kommen tatsächlich nahe an die 38.000 ran. Heftig. Und schon haben wir wie viel? 288.000. Wahnsinn, wirklich. Ich spekuliere immer noch darauf, dass unser Magier hier mal die ganz hohen Veredelungsedelsteine verkauft. Aber irgendwie tut er es ja doch nicht. Das Einzige, was er mal hat, ist sowas hier, also einen hohen Bonus, aber das hier ist ja halt auch nur Blitzresistenz. Und Blitzresistenz finde ich da jetzt nicht so interessant. Ich frage mich, was diese magische Kugel macht. Kann ich ihn eigentlich vielleicht reinlegen, indem ich hier einfach, warte mal, das haben wir ja bisher auch übrigens noch nie gemacht, wenn wir uns jetzt verwandeln als Katze. Kommen wir dann hier hinten rein? Hey, ihr da! Ihr habt in meinem Hinterzimmer nichts zu suchen! Kommt auf der Stelle heraus! Ja, genau diesen Dialog kann man sich übrigens auch in einer anderen Situation vorstellen. In meiner Hinterpforte hat auch niemand was zu suchen. So, Gilde der Krieger. Ich wollte nur, dass ihr mal seht, wie es ist, wenn man sich in eines dieser Tiere verwandelt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, wir können ja auch eine Spinne werden hier. Das sieht dann so aus. Wozu ist das gut? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, dass es das in irgendwelchen Quests hilfreich sein könnte. Aber erstmal werden wir jetzt mit Alrik reden und ihm das Herzjuwel geben. Hey, Alrik. Ihr werdet euer ganzes Können, eure Stärke und euren Witz einsetzen müssen, um in den Wi Besitz des Drachenherzes zu gelangen. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Wieso brauche ich Witz? Es ist jetzt nicht so, als hätten wir uns ein Joke-Battle mit dem Drachenreiter geleistet. Ich habe den Gegenstand wie gewünscht geborgen, aber es grenzt an ein Wunder, dass ich noch unter den Lebenden weile. Naja, es geht so. So groß war die Herausforderung jetzt auch nicht. Hervorragend. Wow, wir haben Bumerang gelernt. Hervorragend, junge Freundin. Ihr seid nun ein vollwertiges Mitglied der Kriegergilde. Ihr habt vielen gefährlichen Situationen getrotzt und euch als würdig erwiesen. Somit komme ich meinen Versprechen nach und werde euch helfen, eure Kampfkünste zu verbessern. Als zusätzliche Belohnung dürft ihr zudem das Drachenherz behalten. Wenn es stimmt, was ich hörte, so ist der Stein Bestandteil der legendären Drachenrüstung, die von dem ebenso legendären Paladin Anarond getragen wurde. Was könnt ihr mir über diese Drachenrüstung sagen?
Nicht viel mehr, als ich euch bereits mitteilte. Vor vielen Jahren hörte ich davon von meinem Vorgesetzten hier in Rialor. Er soll es von einem geschwätzigen Zwergenschmied erfahren haben. Doch obwohl dieser sein bester Freund zu sein schien, weigerte sich der Zwerg standhaft noch weitere Informationen preiszugeben. Wie kann ich die Hallen der Zwerge finden? Folgt der Straße nach Norden. An der zweiten Kreuzung wendet ihr euch nach Westen. Gebt mir einfach eure Karte und ich werde euch den besten Weg zeigen. Okay, cool. Das heißt, wir sind ein Kriegermitglied. Oder Mitglied der Kriegergilde. Und dieses Drachenherz-Juwel gehört offensichtlich zu der Drachenrüstung, von denen wir ja auch schon zwei Teile haben. Aber das soll nicht die letzten Teile gewesen sein. Wir werden jetzt erstmal hier das alles nochmal mitnehmen. Ich bin überladen. Das können wir nämlich auch verkaufen. Wer hätte es gedacht? Dazu werden wir wieder nach Flussheim gehen. Wie viele Dietriche habe ich eigentlich aktuell? Ach doch, 10. Überladen. Das ist nicht schlecht. Dann schwebt mir nämlich etwas ganz Bestimmtes vor. Und zwar haben wir ja immer noch nicht die gesamte Schatzkammer von Sir Patrick uns angeeignet. Oder ausgeraubt. Da liegt vielleicht auch noch das ein oder andere Wertvolle drin. Wir gehen jetzt mal erstmal zu diesem Händler, weil ich glaube, dass sein Portemonnaie jetzt aktuell größer sein müsste. Wie viel hat er? 14.000, das ist okay, denke ich. So, erstmal das. Armbrust, Henkers Streitkolben, Ritter, Lederpanzer. Oh, die ist gut. Oh, 10.000? Wegen nekromantischer Wandel oder was? Kann ja nicht anders sein. Ist denn noch irgendwas? Ich will mich jetzt auch nicht unter Wert verkaufen, ne? Okay, das passt soweit. Wir können ja nochmal mit Gottfried reden. Ich glaube zwar nicht, dass er in der kurzen Zeit wieder ein Vermögen anhäufen konnte, aber lassen wir uns überraschen. Ich weiß gar nicht, wie viel er hat. Nein. 1.700. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, ne? Na, dann könnten wir immerhin zumindest die loswerden. Wie wäre es denn, wenn wir irgendwo hier mal eben pennen würden? In den Heuhaufen können wir nicht pennen. War hier nicht irgendwo? Warte mal, ist es nicht... Wo war denn Dr. Elrads Haus nochmal? Ist es nicht das hier? Ja, ah ja, das ist zugeschlossen. Schade, sonst hätte ich jetzt gedacht, wir pennen einfach da. Kann man hier pennen? Liebste Julia, oh Gott. Wieso darf man nicht einfach überall schlafen, wo man will? Das ist doch so lächerlich. Wer ist es? So, Sir Patrick. Das war Sir Dante. Sir Patrick ist hier unten. Dann gehen wir da jetzt mal hin. Hey. Mal sehen, ob die Tür zur Schatzkammer noch offen ist. Wir mussten da ja so ein Rätsel lösen. Das wäre schon ganz gut, wenn das noch offen wäre. Ich glaube, wir mussten nach hier links. Und der Teleporter ist jetzt... Hä? Ah, da. Okay. Aus irgendeinem Grund kann ich den Teleporter nicht mehr nutzen.
Warte mal, wir reden mal mit Sir Patrick. Vielleicht hat er den abgeschaltet. Vielleicht erzählt er irgendetwas. Ich meine, die Urkunde, die er verloren hat, die war schon unglaublich viel wert. Hallo, bei mir ist zuletzt eingebrochen worden und dabei wurden mir einige wertvolle Dinge gestohlen. Wisst ihr vielleicht etwas darüber? Vielleicht habt ihr etwas gesehen oder ihr hörtet jemanden darüber sprechen. Ich? Nein. Ich weiß nichts darüber. Wieso glaubt ihr das? Beruhigt euch, ich habe euch nicht beschuldigt. Ich frage nur jeden, ob er vielleicht etwas darüber weiß. Ja, okay, also, er hat also wahrscheinlich den Teleporter einfach abgestellt. Was jetzt dann natürlich bedeutet, dass wir da nicht mehr reinkommen, was ärgerlich ist, denn da wäre sicher noch das ein oder andere Wertvolle drin gewesen. Wir haben übrigens auch noch etwas, fällt mir gerade ein, in der Kanalisation von Flussheim zu tun, denn da war ja noch immer, also da war immer noch der Eingang, der zum Henker führte, den müssen wir auch noch erledigen. Was habe ich jetzt eigentlich gelernt? Wir hatten Boomerang gelernt, ne? Glaubt mir, der Skill ist es nicht wert. Der ist einfach wirklich nicht gut. So, dann gehen wir doch einfach mal zur Kanalisation von Flussheim. Und kümmern uns jetzt mal um den Henker. Ich weiß nicht, was wir da sonst noch machen können. Vielleicht sollten wir vorher erstmal... Ich werde hier nochmal was liegen lassen. Wir kehren ja eh hierhin zurück. Also wir lassen das hier liegen. Und die ganzen geschlossenen Helme und das Ding. So. Flussheim, Kanalisation. Gibt's hier gar nicht. Dann werden wir vom armen Viertel von Flussheim aus in die Kanalisation gehen. Da dürfte der Weg am kürzesten sein. Yo, Lane. Da. Und hier. So, wo war nochmal der Henker? Da oben. Verlies von Burg Eisenfaust. Treppe zum Henker. Der hat uns vor... Oh, das ist schon lange her. Wie viele Folgen? 15 Folgen? Länger wahrscheinlich. Hat er uns ordentlich aus den Latschen gekloppt. Ich hoffe mal, dass er jetzt nicht mehr so ein unüberwindbares Hindernis darstellt. Okay, speichern wir. Und nutzen wir mal Leben absaugen. Ein Gast? Tretet ein, Eindringling. Unsere Begegnung wird bestimmt erfreulich werden. Aber nur für mich. Ihr werdet sie nicht überleben. Alles klar. Okay. So schnell kann sich das Blatt wenden. Das Verlies von Burg Eisenfaust. Wir sehen hier schon auf jeden Fall sehr viele Folterwerkzeuge und Co. Hier ist eine Holztür, die einfach rausführt. Waren wir hier? Wir waren hier noch gar nicht. Also keine Ahnung, wo genau wir hier am Ende rauskommen. Wen könnte man hier denn vielleicht noch treffen? Irgendein Charakter, den wir kennen? Also, ist relativ unwahrscheinlich. Hier ist nichts, hier ist auch nichts. Wieso sind hier alle Zellen eigentlich offen? Da
Da passt doch was nicht. Und hier oben ist tatsächlich einer. Dorian! Den kennen wir doch aus Flussheim, aus dem Armenviertel. Das war doch der, der die Kühe geklaut hat, um das Fleisch dann an die Hungernden zu verteilen. Okay, den müssen wir irgendwie freilassen. Können wir mit ihm reden? Moment mal, ich kenne euch. Ihr habt herausgefunden, dass ich ein Kuhdieb bin, habt aber dicht gehalten. Vielen Dank, Freundin. Allerdings hat mir eure gute Tat nicht geholfen, wie es scheint. Gern geschehen, aber wie es scheint, hat dich ein anderer verraten. Ja, es war nur eine Frage der Zeit. Also entweder wir finden noch einen Schlüssel. Oder wir knacken das Schloss einfach. Okay, also so wie Janus drauf ist, hätte ich ehrlich gesagt gedacht, dass das Gefängnis übervoll ist. Wobei wahrscheinlich werden die einfach alle getötet direkt. Dann braucht man auch keine Zellen. Hi. Okay, er sagt gar nichts dazu, dass wir hier auftauchen. Auch interessant. Hier geht eine Treppe nach oben. Kann ich mit dem reden? Guten Morgen, wackerer Wachtposten. Ist alles in bester Ordnung? Was gibt's Neues, guter Wächtersmann? Okay. Wie kommt man hier rein? Kann man die Truhe verschieben? Nee, kann man nicht. Wie kommt man hier oben rein? Warte mal, da ist eine Tür. Dietrich. Okay, ich schließe Dorian auf jeden Fall auf. Wir versuchen echt mal, ihn zu befreien. Miss Diese Lung. Tür ist fester verschlossen als die Bierkasse eines Zwergs. Wir versuchen, ihn zu bestehlen. Er hat den Schlüssel gar nicht. Können wir das öffnen? Okay. Die Tür ist verschlossen. Wir kommen hier gar nicht weiter. Aber ich will Dorian helfen. Das ist irgendwie jetzt doof. Mir fällt eine andere Möglichkeit ein. Wir könnten mit Hauptmann Ralf reden. Mit dem waren wir ja ganz gut. Also wir waren relativ gut gestellt mit ihm. Vielleicht können wir bei ihm irgendwie hinkriegen, dass er Dorian freilässt. Wo genau war der noch? Ah ja, hier. Da können wir dann zum Gasthaus zum Zwergenbrot gehen. Das dürfte reichen. Brumm, 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 brumm. Hauptmann Ralf. Oh, der ist angeschlagen. Warum? Immer noch von dem Kampf gegen Zibu? Seid gegrüßt, meine Liebe. Was könnt ihr mir über den Angriff der Orks berichten? Bla bla bla, okay. Hier ist eine Falltür. Wo führt die hin? Naja, hier ist ja jetzt auch gerade niemand eingesperrt. Mann, das ist so frustrierend. Ich will doch Dorian helfen. Wie können wir Dorian befreien? Wir könnten Dorian wahrscheinlich nur befreien, wenn wir uns in Burg Eisenfaust einmal komplett durchschnetzen und alles umbringen. Das würde aber, glaube ich, an meinem Ruf etwas nagen. Und ist daher nicht so wirklich interessant für mich. So.
Komm, du hattest jetzt einen Tag Zeit, wieder ein Vermögen anzuhäufen, also komm. Enttäusch mich nicht. Ich muss Dinge verkaufen. Zwei zur Stärke, zur Intelligenz. Warte mal, was brachten nochmal die? Kenntnis der Kreaturen passiv bringt mir halt auch nichts, ne? Das ist es halt. Das bringt nichts eigentlich. Wie viel Mana sind das? Das sind 292. 272, 20 Mana weniger. Für ein bisschen mehr Rüstung. Ehrlich gesagt sind die beiden Schienen vielleicht doch besser. Aber im Vergleich zu unseren anderen Gegenständen sind die ja... Oh, der hat immer noch kein neues Geld. Ein ungewöhnliches Bett hier. So eins haben wir, glaube ich, noch nie gesehen. Ich gehe jetzt nach Hause. Und da schlafen wir dann einmal. Und hoffen, dass sie dann neue Ausrüstungsgegenstände bzw. neues Gold haben. Das kann ich leider nicht gebrauchen. Doch, ein Kissen kann man zum Schlafen wohl gebrauchen. Er denkt sich mittlerweile bestimmt auch die ganze Zeit, was will der? Der fragt jedes Mal, ob ich was zu verkaufen habe, und dann kauft er nichts. Hm. Offenbar dauert das länger als gedacht. Okay. Dann zurück zur Gilde der Krieger. Von hier aus haben wir ja immer noch einiges zu erledigen. Denn ein großer Teil des Dunkelwalds ist ja noch, oder was heißt ein großer Teil, einiges ist hier noch nicht aufgeklärt. Liegt noch im Dunkeln und das wollen wir uns jetzt nun mal angucken. Wir können davon ausgehen, dass wir hier noch einigen Echsen begegnen werden, aber auch Untoten. Oh Gott. Und nicht zu knapp Untoten. Vielleicht reicht es am Ende ja sogar noch für ein Level-Up. Hier ist erstmal immer noch dieser große Tümpel. Es scheint mir fast so, als wäre dann der Dunkelwald tatsächlich irgendwie dreigeteilt gewesen. Oben Wildtiere, unten links Echsen, unten rechts Skelette. Wo ist denn dann da noch Platz für Elfen oder so? Jetzt nicht gerade ein Ort, an dem man leben will. Hier ist auch alles abgeriegelt, abgesperrt. Und auch auf dieses Plateau kommt man offenbar nicht rauf. Was haben wir hier? Ah, der sprechende Baum ist hier ganz in der Nähe. Oh Gott, Skelettmeister. Meister. 10.000 Erfahrungspunkte und der hatte jetzt auch ordentlich Lebenspunkte. Das ist doch der erste seiner Art, den wir jetzt gesehen haben. Vermaledeit sei der Feuerschaden.
Gut, dass wir so resistent dagegen sind. Haben die sich gerade selbst vergiftet? Die droppen schon nicht so schlechten Scheiß. Alles, was irgendwie auch Skillpunkte bringt. Wir müssen, glaube ich, mal reparieren. Oh, die war echt kurz vorm Exitus. Nicht gut. Wie kann es eigentlich sein, dass in der Nähe der Kriegergilde so viel gefährliches Zeug herumläuft? Sollten wir nicht irgendwie dafür sorgen, dass es hier sicherer ist? Verstehe das einer, wer will. Oh oh. Die epische Musik setzt wieder ein. Auch über den Tümpel kann man dann auf einmal gehen. Das ist ja auch interessant. Okay, I'm done. Nehmen wir den. Grobian Langbogen. Den lassen wir aber mal liegen, der ist nicht so stark. So. Wir sind kurz vor dem sprechenden Baum. Oh, wen haben wir denn da? Heil, Mensch, nicht viele von euch haben den Mut, sich so tief in den Wald hineinzuwagen. Ich hoffe, ihr habt den Weg nicht verloren. Mondlicht. Heil, Elf, keine Angst, ich weiß genau, wo ich bin. Seid vorsichtig, ihr seid der Domäne von Abenayabar, dem alten sprechenden Baum, sehr nahe gekommen. Er ist seit einiger Zeit in einer wirklich schlechten Stimmung. Und wenn das der Fall ist, geht ihm besser aus dem Weg. Wenn der Baum so gefährlich ist, warum fällt ihr ihn nicht einfach? Dummer Mensch. Man kann Ebenejanbar, ich bin mir ziemlich sicher, dass er eben anders geschrieben wurde, nicht einfach fällen. Er ist magisch und kann nicht so einfach verletzt werden. Auch wenn er glaubt, Holzfäller könnten ihm Schaden zufügen. Er hat so viele Schreckensgeschichten von den anderen Bäumen gehört, dass er glaubt, Holzfäller wären Riesen mit riesigen magischen Äxten. Was macht ihr hier draußen? Dies ist unser Waldmensch, schon vergessen? Wir sind auf einer Mission, um die Unmengen an Monster in dieser Gegend einzudämmen. Dann dürfte euch ja aufgefallen sein, dass ich das schon erledigt habe. Na gut. Tschüss, Elf. Wie sie jetzt einfach stehen bleiben. Oh. Das klang nach Donner. Ich habe das Gefühl, dieser Baum hat wirklich schlechte Laune. Okay, hier ist ein echtes Unwetter in seiner Nähe. Warum ist er so schlecht drauf? Okay. Nemris der Weise. No! Nemris der Weise, von dem haben wir doch ein Buch, oder nicht? Wer stört mich da? Wer wagt es, sich mir zu nähern? Ich bin es nur. Ich möchte nur die Kräuter dort in deiner Nähe einsammeln, dann bin ich sofort wieder weg. Ich bin es nur. Ich möchte nur einen deiner Zweige und... Du willst einen meiner Zweige? Wie kannst du dich derart erdreisten? Oh no. Höllenleichnam. Merkst du noch was, Baum? Warum hast du überhaupt so schlechte Laune? Ich wüsste das gerne. Vielleicht könnte ich dir helfen. Oh oh.
kommen auch noch Waldspinnen dazu. Ich versuche einfach nur zu verstehen, da liegt ein Zweig, welcher Furz im Quer sitzt. Zweig. Danke. Und Recantus Aurum. Stop it, alter Baum. Stop it. Was macht ihr denn immer noch hier? Lasst mich alleine, ihr brutales Wesen. Das kann ich nicht verwenden. Wie kann man so unaufgeschlossen sein? Wir hätten Freunde werden können. Aber nein. Naja, immerhin haben wir jetzt einen wirklichen Zweig vom wirklichen sprechenden Baum. Und vielleicht können wir Corinna ja überreden, dass sie den Zweig, den sie jetzt schon in den Beschwörungskreis gelegt hat, dass sie den wieder rausnimmt. Weil der einfach falsch ist. Ich meine, sie kann ja auch nicht daran interessiert sein, dass sie sich selbst in die Luft jagt. Aber gut, das müssen wir dann später erklären. Höllenleichnam, mein Gott. Sah aber auch aus wie so aus, weiß ich nicht, aus einem Halloween-Film, dieser Baum. Ein Abbild des Leids. So, und hier in der Nähe ist ja auch das Haus von Boratus. Das ist ja dieser Magier, der offenbar Leute in Tiere verwandelt. Eine verschlossene Truhe. Ja. Auch nicht so doll. Ist ja gut. Der muss sich echt mal entspannen, das erträgt man ja nicht. Wie viele Erfahrungspunkte brauchen wir zum nächsten Level ab? Oh, das ist jetzt mittlerweile auch schon wirklich, wirklich viel. So richtig viele Stufen werden wir vermutlich auch nicht mehr aufsteigen. Sind hier vielleicht noch Echsen? Da. An sich sind die mir auf jeden Fall lieber als die Skelette, weil es bei denen wenigstens die Chance gibt, dass sie diese Veredelungsgegenstände fallen lassen. Oh, Dietriche 2. Was auch immer die aufschließen müssen. Drei Stück. So, Boratus. Du musst jetzt dran glauben. Ah, da ist er. Wir erkunden trotzdem noch diesen Bereich, wenn wir schon mal hier sind. Ist hier vielleicht nur der eine oder andere Gegner oder alternativ auch einfach gar nichts mehr. Ah ja, hier ist die Grenze. Hier haben wir einen Fluss, guck mal.
Und wie wir von Geralt von Riva wissen aus The Witcher 1, sind Flüsse und Gartenzäune, mit denen es nicht gut Kirschen essen. Also da kommt man halt einfach nicht drüber. Da ist dann Schluss. Damals in der DDR hätte halt einfach auch ein Gartenzaun gereicht. Ne? Sie hätten gar nicht diese dicke, fette Mauer hochziehen müssen. Das ist halt völlig overperformed. Liegt da eine Bierflasche? Mitten im Wald lässt hier jemand seinen Müll liegen. Das gibt's nicht. Oh, ist krass. Super Stärketrank, den nehmen wir mit. Wo ist Boratus? Rede mit mir, Boratus. Rede mit mir. Nicht mehr lang und es ist soweit. Da ist sein Haus. Und das ist natürlich von Zombies umringt. Wie könnte es anders sein? Oh oh. Und von diesen besonders starken Skeletten. Diese Mönchskettenmanschinen sind fast genauso wie die, die wir schon haben. So. Wow. Dieser Totenschädel einfach. Okay, man würde ganz normal reinkommen. Das Interessante ist, wir sehen auf der Minimap auch nicht, dass da jemand drin wäre. Wobei es ja 100% einen Keller gibt. Ja, da ist eine Treppe. Ah ja, da ist das Gemälde, was wir bewegen sollen. Eine verschlossene Truhe, die kriegt man aber sicher so auf. Oh, der ist jetzt nicht besonders. Der Händler und der Apfelbaum. Keine Ahnung, ob wir die Geschichte schon haben. So, das Gemälde. Ha. So, Boratus. So nicht. Einfach so. Okay, da sehen wir schon mal Blut. Das ist kein gutes Zeichen. Wow. Okay, jede Menge Fleisch. Sag mir nicht, dass er die auch geschlachtet hat. Das kann nicht sein Ernst sein. Es ist verschlossen. Misslungen, okay. Viele komische Flaschen. Wie kommt man da rüber? Ah, hier ist eine Holztür. Befreie mich, Mensch. Sollte Boratus kommen, so beiße ich ihn und er wird sterben. Wer ist denn dieser Boratus? Ich würde dieser Schlange nicht vertrauen, Heldin. Ich schlage vor, ihr lasst die Wölfe frei. Sie hassen Boratus. Eine sprechende Kuh? Könnt ihr denn alle sprechen? Dieser üble Magier Boratus nahm uns gefangen und zwang uns in diese Gestalt. Warum tat er dies? Und wie? Warum er dies tat, ist leicht erklärt. Er verdient viel Geld damit, Fleisch an die Armee zu verkaufen. Wie er dies anstellte, vermag ich nicht zu beantworten. Hier ist jedenfalls äußerst finstere Magie am Werke. So viel weiß ich. Was ist mit den Wölfen?
Die Wölfe waren die ersten Opfer von Boratus. Sie sind schon wesentlich länger in dieser Gestalt als die meisten von uns. Ich fürchte, ihre Verwandlung ist von Dauer. Sie können nicht einmal mehr sprechen. Warum sollte ich der Schlange nicht trauen? Ich habe das ungute Gefühl, dass diese Schlange euch verraten wird. Vertraut mir, Kühe haben den sechsten Sinn. Wie heißt die Kuh eigentlich? Antea. Und wer seid ihr? Mein Name ist Antea. Wie ihr gewiss bereits erraten habt, wurde ich nicht als Kuh geboren. Nein, was du nicht sagst. Ihr sagtet, ich solle die Wölfe freilassen, sobald Boratus naht? Ja, sie mussten am längsten leiden und ihr Hass auf Boratus ist groß. Er ist ein mächtiger Magier. Somit werdet ihr alle Hilfe brauchen, wenn ihr es mit ihm aufnehmen wollt. Okay, wir sollen also zuerst die Wölfe freilassen. Und die sind hier. Und mit denen kann man nicht mehr reden? Woher weiß ich denn, ob der naht oder nicht? Mal sehen, was unsere kleinen Süßen so treiben. Zeit für die Milch. Um Gottes Willen. Was? Ein Eindringling? Wo ist eure Armee, Fremdling? So ein Pech, dass ihr ganz allein seid. Ich kann noch einen Eber mehr gebrauchen. Nein, zurück! Zurück, sage ich! Und Boratus ist tot. Froschstatuette. Schlüssel. Blick des Zauberers. Ach, sag nicht, das ist hier ein Buch. Große leere Flasche und Rubin. Okay. Boratus ist tot. Wir müssen jetzt natürlich immer noch eine Möglichkeit finden, die Tiere zurückzuverwandeln. Das haben wir ja jetzt aktuell noch nicht. Blick des Zauberers habe ich damit jetzt Level 2. Die Frage ist, was bringt der Level 2 eigentlich? Ah. Zwei Zeiteinheiten. Also es erhöht einfach nur die Zeiteinheiten. Hey, Antea. Ich bin überglücklich, dass ihr den finsteren Magier besiegen konntet. Wie kann ich euch helfen? Ich weiß nicht, wie Boratus dies verbracht hat. Daher kann ich euch auch keinen Hinweis geben, wie uns zu helfen ist. Vielleicht liegt die Antwort, wie ihr uns zurückverwandeln könnt, in den Gemächern von Boratus verborgen. Vielleicht gibt es einen Weg, solange wir noch der Sprache mächtig sind. Okay, er hat einen Schlüssel verloren. Vielleicht hier unten für das Truchen. Überragend. Buch. Das Buch ist in eleganter Handschrift verfasst. Es werden alle Aspekte eines Transformationszaubers abgehandelt, mit dem sich Personen in alle möglichen Tiere verwandeln lassen. Nur ein kleiner Abschnitt befasst sich mit der Aufhebung dieses Zaubers. Die einzige Möglichkeit, den Zauber zu brechen, bietet das legendäre heilige Wasser. Der Klarheit. Der Brunnen, aus dem das Wasser sprudelt, soll sich tief in den Hallen der Zwerge befinden. Nur die Geistlichen der Zwerge haben dort Zutritt. Doch ich zweifle an der Existenz dieses Brunnens. Ich nehme also an, dass die Transformation endgültig ist. Okay. Wir müssen also in die Hallen der Zwerge, um dort einen Zwergenpriester zu finden, der möglicherweise weiß, wie man an dieses heilige Wasser kommt. Und erst dann können wir denen hier helfen. Puh. Das ist noch eine ganz schön lange Quest dahin, muss ich sagen. Denn die Hallen der Zwerge wollte ich jetzt noch nicht sofort machen. Ich wollte mich erstmal hier um die Elfen kümmern. Beziehungsweise, ich wollte Brontion überreden, Ratsmitglied der Elfen zu werden. Naja, es kann ja auch durchaus sein, dass wir gar nicht so krasse Überzeugungsarbeit leisten müssen. Zombies mit ihrem Gift nerven am meisten. Oh. Hier konnte man ja doch hoch. Naja. Nicht, dass es jetzt Großes gebracht hätte. Aber hier in der Nähe haben wir dann wenigstens die Elfensiedlung.
die wir uns allerdings erst beim nächsten Mal angucken. Dort werden wir Charaktere kennenlernen. Elfen. Obviously. Okay, hier kann man nicht mehr lang. Dann können wir einmal ein bisschen hier unten lang gehen. Okay, hier kommt man auch gar nicht durch. Und hier auch nicht. Das komplette restliche Gebiet ist abgesperrt. Das erreicht man, glaube ich, dann auch wirklich nur über die Elfensiedlung. Zu der kommt man wahrscheinlich, wenn man hier lang geht, oder? Ah, nee, doch nicht. Hier ist nichts. Und da haben wir Fewnimble, Elfensiedlung und Handelsposten. Jupp, Fewnimble. Und dort soll sich ja Brontion aufhalten. Außerdem werden wir dort vielleicht noch etwas mehr erfahren über den Konflikt zwischen Elfen und Zwergen, der sich ja heranbahnt. Oder anbahnt. Wenn es hier tatsächlich zum Krieg kommt, hätten wir ein großes Problem. Wir können aber davon ausgehen, dass diejenigen, die diesen Krieg im Hintergrund provozieren, auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall der Schwarze Ring sein. Schade. Schade, dass wir so wenige von diesen sehr hohen gefunden haben. So. Ob wir wohl nochmal versuchen, mit ihm zu handeln? Komm, jetzt hast du aber wirklich mehr als genug Zeit gehabt, noch ein paar Geschäfte abzuschließen. Das sieht nicht gut aus. Nee. Nee, nee, nee. Er hat sich satt gekauft. Da ist nichts mehr zu machen. Wir legen das jetzt alles hier ab. Wer ist das? Ich will einmal mit dem Pensack reden. Außerdem kann es auch sein, dass wir bei der Corinna-Quest jetzt weiterkommen. Sehr hoher Geschicklichkeitsbonus. Ah.
13 Stück. Na, das behalten wir nochmal. Boah, da haben wir 3 Stück von. Da können ja 2 weg. Okay, den Rest können wir mit Gold auffüllen. Weil die hohen, die kann man wenigstens noch benutzen. Ohne schlechtes Gewissen zu haben. Ups. Ich hoffe, ihr seid noch da. Nee. Ja. Gut. War Corinna hier? Nee. Das nächste Haus, glaube ich. Ich will jetzt nochmal probieren, ob wir das vielleicht austauschen können. Ey, Corinna. Dieser heilige Ast ist falsch. Okay, wir können das... Wir können das nicht... Wir können es nicht mehr ändern. Es sei denn, wartet mal. Was ist, wenn wir das Ding hier einfach reinlegen? Und stattdessen das Ding hier vielleicht mit Telekinese rausziehen. Das geht nicht. Okay. Ich werde es tun. Naja. Dann werden wir jetzt versuchen, diesen Dämon zu töten. Cantate Aerius Petitur vor Samen. Wie gemein sie dabei auch klingt. Der Dämon ist außer Kontrolle. Ja, schade, würde ich sagen. Wäre wirklich schön gewesen, wenn wir Corinna hätten retten können, aber dafür hätten wir die Quest anders angehen müssen. Wächterkampfstab des Schocks. Legst schwere Kettenstiefel der Verwandlung. Rubin, königliche Kette, Jade-Amulett, erlesener Wein, Magietrank. Diebespanzerhandschuhe, Donnerpanzerhandschuhe. Rubinring, Spion-Mithril-Platten. Krieger-Saphir-Amulett. Ja, hat nicht ganz so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Ne? Zum anderen, also die Belohnung wäre zum Beispiel gewesen, dass wir hier einen Skillpunkt bekommen hätten auf, ich glaube, Bannen. Womit man dann beschworene Kreaturen irgendwie schaden kann oder so. Warte mal, können wir Bannen hier nicht mal irgendwo da... Beschworene Kreaturen muss eine Geistesresistenz über 10 haben oder sie wird gebannt. Na, das gilt halt auch für so Skelette, die von diesen komischen Skelettbeschwörern beschworen werden und ähnliches. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir das an der Stelle jetzt erstmal. Beim nächsten Mal kümmern wir uns dann weiter um den Dunkelwald. Wir werden entweder uns die Elfensiedlung mal angucken oder wir gehen tatsächlich doch schon in die Halle der Zwerge, weil wir da jetzt mittlerweile ja auch schon einiges zu tun haben. Mal gucken. Und wir wollen natürlich auch herausfinden, wie die Zwergenseite aussieht. Was sie zu dem Konflikt mit den Elfen zu sagen haben und was da wirklich dahinter steckt. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein und denkt natürlich immer daran, I want you for an adventure.